Mein Name ist Patrick Kutz. Ich mache Unternehmerinnen und Unternehmer besser. Und einmal in der Woche habe ich eine Macherin oder einen Macher am Tisch und versuche herauszufinden, was für Ihren Erfolg relevant ist. Ich wünsche Ihnen viel Spass. Esther, danke, dass du gekommen bist. Danke für deine Einladung, Patrick. Gern. Du bist Global Talent Director bei der Page Group. Genau. Ist halt ein global tätiges Unternehmen im Bereich der Personalrekrutierung, eins der führenden in diesem Bereich. Also eigentlich hätte ich mir keinen besseren Gast wünschen können, um über das Thema Talente mal zu sprechen. Ein Thema, das viele meiner Kunden beschäftigt, sei es im Vertrieb Talent zu finden oder überhaupt Leute ins Unternehmen reinzukriegen, die fähig und bereit sind, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen das Thema strukturiert, gehen da rein, haben gesagt, so die erste große spannende Frage wäre ja mal die, wie finde ich Talente? Wie finden wir Talente? Ja. Ich glaube, nebst einer guten Stellenbeschreibung, die richtigen Kanäle nutzen, ist umso wichtiger heutzutage, wie das Unternehmen sich vermarktet. Das heißt, das Employer Brand. Kandidaten sind mehr und mehr auf der Suche nach Unternehmen, die sie ansprechend empfinden. Und dementsprechend ist es wichtig, dass Unternehmen an ihren Employer Brand arbeitet. Einerseits natürlich wichtig, dass die Unternehmen erstmal wissen, wer sie sind, was sie erreichen wollen, okay, und wofür sie stehen, und dass das authentisch rübergebracht wird durch ihr Employer Brand. Denn Kandidaten werden sich nicht nur die Stellenbeschreibung anschauen, sondern sie werden im Unternehmen recherchieren. Wie wird die Kultur gelebt? Was sind die Unternehmenswerte? Vision, Mission, Strategie des Unternehmens? Ich glaube, das ist heute umso wichtiger. Was sind da Kanäle? Kanäle, es gibt unterschiedliche, je nach Markt. Die Webseite ist wichtig. In der Vergangenheit waren vielleicht die Jobportale sehr wichtig. Heute immer noch, wir nutzen sie immer noch sehr aktiv. Aber ich glaube, die sozialen Netzwerke haben an Wichtigkeit gewonnen. Und gerade im Bereich Employer Branding sehr einfach zu nutzen. Und auch, dass Kandidaten mehr und mehr gefunden werden wollen, statt so aktiv zu suchen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Wir sind vielleicht überfordert an Informationen, Big Data, so viele Netzwerke, mit denen wir tagtäglich kommunizieren. Also ich allein bin in Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter. Und das ist am Ende des Tages schon sehr mühsam, mit allem Schritt halten zu können. Und dann ist es sehr erfrischend, wenn man angesprochen wird, wenn man gesucht wird und ganz gezielt durch diese sozialen Netzwerke gefunden wird als Kandidat. Gut. Ja. Also Identifikation ist ein ganz wichtiges Element auch. Ja? Nebst dem gefunden werden und angesprochen werden, sich auch mit dem Unternehmen wirklich identifizieren können, schauen wir noch genauer an. Ja. Wenn mal jemand da ist, wie erkenne ich das Potenzial in dieser Person? Das ist ja der nächste Challenge. Die nächste Herausforderung. Und da hat sich auch einiges entwickelt in den letzten Jahren. Ich glaube, einerseits ist die Grundlage von dem, was ein Kandidat gemacht hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, darauf basierte der Fokus jeglicher Rekrutierungen in der Vergangenheit alleine. Ja? Das heißt, welche harten Kompetenzen, Erfahrungen bringt dieser Kandidat mit? Wie viele Boxen tickt er? Ich glaube, umso wichtiger für die Zukunft, so schnell sich die Welt bewegt und weiterentwickelt und Unternehmen sich ständig neu erfinden müssen, zum Punkto Agilität, was ja eigentlich in jedermann Munde ist, ist es auch umso wichtiger, dass wir an der Erkennung von Potenzial im Rekrutierungsprozess bereits versuchen herauszufinden, was kann derjenige denn in der Zukunft alles erreichen? Was kann derjenige in der Zukunft alles gestalten, mitgestalten? Das Unternehmen wird sich weiterentwickeln und das, was eine Person in der Vergangenheit alles
gemacht hat, ist vielleicht zu 40%, zu 30% wichtig. Umso wichtiger ist, was diese Person in der Zukunft alles erreichen kann. Und das ist natürlich die große Frage, wie erkenne ich dieses Zukunftspotenzial? Was viel schwieriger ist als der Abgleich mit irgendwelchen Anforderungen, oder? Genau, genau. Das, was im Lebenslauf steht, das ist ja eine gute Grundlage, aber am Ende des Tages... So der sichere Weg, das andere. Und dann kommt ja aber, wenn ich dir zuhöre, bedeutet das für mich auch, das Unternehmen muss dann auch noch wissen, wo es hin will. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja, tönt banal, aber ist so. Ja, also wie willst du dann erkennen, ob der mit dir diese Reise machen kann? Genau. Ja. Wir haben... das ist das, was du gesagt hast, mit diesem zukunftsorientiert, oder diesen Fokus hinlegen, wo könnte der in Zukunft sein. Gibt es auch bei dir als Profi in dem Bereich oder bei euch als Unternehmen, das viele Talente reinholt, auch die Situation, dass man sich in Personen täuscht? Ja, auf jeden Fall. Ich habe viele Fehler gemacht in der Vergangenheit. Wenn du zurückschaust, was sind so die Learnings? Das ist vielleicht für die Leute auch interessant zu erkennen, oder? Ja. Was sind so die Fails? Ich glaube, als Rekrutierungsprofi sind wir eigentlich in der Lage, eine Atmosphäre zu schaffen im Gespräch, in dem der Kandidat das Beste von sich zeigen kann. Geben kann. Genau, und dass wir wirklich viel tiefgründiger eintauchen, wofür er steht, wer er ist, was er alles kann und was er in der Zukunft alles erreichen möchte. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich mich schon öfter geirrt und wenn ich zurückschaue, hätte ich eigentlich diese ganzen Fehler vermeiden können. Ja? Einerseits habe ich die Symptome vielleicht ignoriert von wichtigen Elementen oder Faktoren, die eigentlich nicht eine Vorhersage von zukünftigen Erfolg sind. Wenn ich aber noch tiefgründiger eintauche, dann ist es oftmals mit Druck bedingt gewesen. Das heißt, ich habe meine Timeline, meine Ziele, mein Projekt, ich brauche gewisse Ressourcen zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Und dann fokussiere ich mich vielmehr vielleicht auf die positiven Eigenschaften, lasse mich abblenden und ignoriere bewusst oder unbewusst die Anzeichen auf möglichen Misserfolg in der Zukunft. Oder bewertest die einfach nicht so hoch. Ja? Man redet sich das schön. Gut. Noch bei den Punkten, die du angesprochen hast, gibt es da drin noch weitere, wo du sagst, oder vielleicht auch, du hast ja auch viel Erfahrung im Umgang mit Kunden, wo die dann vielleicht auch mal Fehler machen bei einer Entscheidungsfindung. Was sind noch so andere Punkte, wenn man reflektiert, wo häufig ein Fehler gemacht wird? Fehler ist ein hartes Wort, oder? Aber wo man dann rückblickend sagt, naja, Lektion gelernt. Also Zeitdruck, gerade in der heutigen Zeit, Fachleute, wir brauchen jetzt jemanden, man ist kompromissbereit. Genau, wir haben einen Fahrplan, ganz klare Ziele. Ja. Und das führt dazu, dass wir gewisse Anzeichen ignorieren, die eigentlich ganz klar nicht dem entsprechen, was wir anbieten werden können. Gut. Und dann treffen wir uns irgendwann nicht mehr. Wenn ich zurückschaue auf Fehler, die vielleicht nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden öftermals machen, ist es oftmals der Fall, dass wir sehr fixiert sind auf ein Profil. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht für die Stellenausschreibung, für die Stellenbeschreibung und habe ein ganz klares Bild oder ich basiere meine Entscheidung zu stark auf die Misserfolg der Vergangenheit. Das heißt, ich habe einen Mitarbeiter, er war nicht erfolgreich aufgrund dieser Eigenschaft. Genau, und dann gehe ich genau auf den Gegenpol. Statt dass ich mit Offenheit die Kandidaten im Gespräch habe und gemeinsam mit dieser Offenheit schaue, was kann der Kandidat heute schon bieten und was kann er in der Zukunft alles bieten. Und diese Präferenzen, die er hat, entspricht das auch dem, was ich in der Zukunft anbieten werden kann? Ich glaube, darauf basieren auch viele unserer Fehler. Das heißt, fixiert sind auf ein Profil oder auf eine Stellenbeschreibung und nicht über den Tellerrand hinausschauen können. Ja, also auch wieder, wenn ich jetzt bin, so gerade beim Zuhören und Transportieren in meine Kundenwelt, dann ist das schon, der Challenge ist, du sagst ja, diese zukunftsorientierte Komponente ist eigentlich fast bedeutungsvoller
als jetzt der eigentliche Fit auf Job, auf Kultur, was aber viel einfacher ist. Ja. Kann ich abgleichen, schwarz-weiß, zack, passt, passt nicht. Und das andere ist viel anspruchsvoller, oder? Also dann wäre ja dann die provokative Frage auch, sind wir dann in der Lage, rückblickend, wenn wir analysieren, warum das nicht geklappt hat, auch zu erkennen, dass es vielleicht in diese zukunftsorientierten Komponente nicht gepasst hat, weil wir dann meistens ins rationale Argumentieren gehen und da reingehen, statt zu erkennen, ja, uns ist es vielleicht nicht gelungen, diese Person da drin richtig zu bewegen oder zu erkennen, ob sie diesen Beitrag leisten kann. Ja, oder? Absolut. Also das merkst du ja dann, wenn argumentiert wird, wird das meistens so ein bisschen, es wird dann irgendwann schwammig nach den ersten zwei rationalen Argumenten. Ja, absolut. Ich überlege auch gerade mit andere Situationen, denen ich begegnet bin. Ja. Und das ist eigentlich wieder der Punkt zu dem, was du vorhin erwähnt hast, dass eine Firma ganz klar wissen muss, wohin sie hin möchte. Ja. Bei neuen Projekten und bei neuen Abteilungen. Ja? Ja. Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren ein Shared Service Center für Europa in Barcelona aufgebaut. Und ganz in der Anfangsphase hatten wir zwar einen Fahrplan, einen Businessplan, aber die Dinge laufen nicht immer so, wie man sie geplant hat. Oder man sieht im Laufe der Zeit, okay, das hatten wir uns so vorgestellt, aber eigentlich ist diese Korrekturen vor. Genau, und da müssen wir auch agil sein als Unternehmen. Und diese Schiene ist eigentlich viel besser. Wir hatten aber damals vielleicht Mitarbeiter eingestellt mit dieser ersten Sicht der Dinge. Und dann gestaltet sich das Ganze neu. Wir wechseln unsere Richtung, nicht komplett, aber schon in eine bessere Herangehensweise. Und da sind dann natürlich Mitarbeiter, die mitkommen können und möchten, und Mitarbeiter, die auf diese erste Schiene fokussiert waren in Bezug auf ihre Ambitionen, ihre Fähigkeiten und ihre Kompetenzen. Und das ist auch etwas, was dazu führt, dass man einfach Fehler begeht oder im Laufe der Zeit die Kandidaten oder die Mitarbeiter nicht mehr zu dem passen, was man in der Zukunft alles gestalten möchte. Also kommt die Kultur verändert sich und ist damit dann Teil eher der Zukunft. Gerichteten. Also das höre ich halt auch viel von Menschen. Gestern Workshop, war jemand drin, der kam von einer anderen Firma. Dann hörst du dann so Aussagen, wenn du fragst, ja, warum hast du gewechselt? Ja, neuer Chef, neues Management, nicht mehr mein Thema. Die haben einfach umgestellt. Ja. Passiert viel. Mhm. Definitiv. Genau. Dann sind wir auch an dem Punkt, also Thema Motivation finde ich eben auch wichtig, oder? Nicht nur, wenn es mal eine Krise gibt, sondern ich denke jetzt, wenn du Talente reinnimmst, das ist so wie ein wildes Pferd, das muss man jeden Tag, muss das gehen können. Was macht man da drin? Wie schafft man ein Umfeld, das diese jungen Menschen motiviert? Wir haben uns mit der Thematik Mitarbeiterbindung und Motivation, wie du schon weißt, sehr, sehr beschäftigt. Mhm. Und einerseits müssen die Hygienefaktoren stimmen. Ja, aber ich sehe viele Unternehmen und auch wir haben den Fehler begangen, dass wir uns vielleicht sehr stark darauf fokussieren, welche Hygienefaktoren wir absichern möchten, die dann irgendwann für selbstverständlich gehalten werden. Und ich rede hier über flexible Arbeitszeitmodelle, Früchtekörbe, ein Benefit-Scheme, der ansprechend ist für Mitarbeiter, das Arbeitsumfeld, Office-Gestaltung, also all das, was zu einem dynamischen Arbeitsumfeld führt und was da eigentlich dazu führt, dass ich mich als Mitarbeiter wohlfühle und gewertschätzt und so weiter. Was aber am Ende des Tages meiner Meinung nach viel mehr ausschlaggebend ist für Mitarbeiterbindung und für die Motivation, das Engagement der Mitarbeiter, ist eigentlich der persönliche Beitrag, den ich leisten kann. Und ich weiß, das klingt sehr tiefgründig, aber am Ende des Tages denke ich, möchte jeder eigentlich einen herausragenden Beitrag leisten. Und wenn die Firma, in der ich arbeite, eine ansprechende und inspirierende Vision oder Mission hat, eine Strategie, die ich kenne, bei der ich sehe, wie mein Job damit verknüpft ist und darauf ausgerichtet ist, es muss einen Grund geben, warum ich jeden Tag aufstehe, in die Arbeit gehe und über meinem Job hinaus möchte ich doch zu etwas Größerem beitragen. Und das sind viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Das heißt, sind meine Ziele klar? Habe ich die richtige Unterstützung und Befähigung und Weiterbildung, um meinen Job zu machen? Und dazu gehört gute Führung, damit der Weg zu meinen Zielen für mich machbar ist. Mit den richtigen Strukturen, Prozessen,
und Methoden. Dazu gehört natürlich auch, inwiefern ich Feedback bekomme, Offenheit für Feedback. Dazu gehört auch, ich bin ein großer Fan von Vielfalt, wie du weißt, inwiefern ich als Mitarbeiter ich selbst sein kann. Jetzt unabhängig von meinem kulturellen Hintergrund, meine sexuelle Orientierung, die ganze Energie, die ich verschwende, um mich verstellen zu müssen, wenn ich diese Energie anwende, um meine Ziele zu erreichen, dann ist mein Beitrag umso wertvoller. Und damit ist dieses Gefühl der Erfüllung umso stärker. Und ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages viel mehr zu Mitarbeiterbindung führt, als die ganzen Hygienefaktoren, die auch wichtig sind, aber die doch irgendwann mal zum Business as usual, zum Standard gehören. Das ist eine Grundsatzerwartung, die ein Arbeitnehmer hat. Ja. Böse gesagt, dass das und das gegeben ist. Finde ich gut, finde ich aber auch, wenn ich dir zuhöre und mir das bildlich vorstelle und ich sehe auch die eine oder andere Firma von innen, dann sprechen wir hier ganz krass über Komfortzone des Managements. Eben nicht nur zu sagen, sorg mal dafür, dass jeden Tag dann ein paar Früchte da sind oder könnten wir noch irgendwie ein Modell mit einem Fitnesscenter machen oder ein Abo machen oder irgendwas, sondern immer wieder dahin zu stehen, die Vision klar zu machen, die Leute charismatisch mitzunehmen. Wir haben im Vorfeld auch diskutiert, finde ich auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass auch Talente brauchen Struktur, die wollen sich messen, die wollen sehen, welchen Impact habe ich, was bewege ich, wird auch völlig vergessen. Habe ich früher auch viel zu wenig beachtet in meiner Führung, in der Führung der Leute, zu wenig mir Zeit genommen für diese Themen. Meistens halt, weil ich in Aufgaben war, wo es einfach immer brannte. Die lacht man sich dann an, ja. Aber weißt du, also vorher in der Diskussion kamen mir genau diese Bilder, oder? Wo du einfach merkst, du musst den Leuten immer wieder einen Grund zu geben, dass die sagen, ich arbeite für eine coole Company und ich freue mich am Morgen dahin zu gehen und etwas zu bewegen. Ja. Gerade bei Talenten. Ein Thema, was wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, was ich aber noch ansprechen möchte, war in der Vordiskussion, habe ich dir gespiegelt, ich begleite Unternehmer, diskutiere mit denen viel über Werte, weil ich selber auch vor einem halben Jahr eine Positionierung gemacht habe, auf meine Werte runtergegangen bin, spannende Erfahrung. Und ich stelle fest, dass die alle so ein bisschen in einer ähnlichen Kiste sitzen. Also da geht es um Authentizität, dein Ding zu machen, Inspiration ist auch lustig, kommt bei allen. Gestern hatte ich im Gespräch die Katrin, die sagt klar, Freiheit ist für mich absolut key. Ich will das machen, wozu ich Lust habe, was ich tun will. Und dann haben wir über diese Talente gesprochen, sind so in die Diskussion Intrapreneur reingekommen. Und da tauchen diese Werte immer wieder auf, oder? Ja. Aber wie ist das dann? Ich meine, ich lache mir ein Talent an, das will bewegen, das tut, das macht. Ihr seid eine große Company, ihr könnt den Leuten Chancen geben, sich auch hierarchisch zu entwickeln, mehr Impact zu haben. Wie macht das ein kleines Unternehmen? Um diese Talente weiterzuentwickeln. Dass du den halten kannst, dass der auf seinen Werten laufen kann, gehen kann. Weißt du, eben wie zum Beispiel eben sich selber sein, all die Geschichten, immer wieder Inspiration zu liefern, das ist ja dann, ändert sich eigentlich an der Größe nicht. He? Es ist nur eine Frage, ob ich das in der Kultur drin lebe und als Führungskraft dem das gebe oder nicht. Und die Freiheit übertrage, die Verantwortung, das ja. Ist dann auch wieder Freiheit. Genau. Ist dann wahrscheinlich auch in größeren Unternehmen schwieriger als in kleinen Unternehmen, weil kleine Unternehmen leben ja von dieser Vision, von dieser Ursprungsidee, um das Unternehmen ins Leben zu rufen. Naja, ich will jetzt nicht in das eintauchen, was schwieriger oder, aber ich glaube, wie du sagst, es verändert nicht viel, ob es jetzt ein kleines oder ein großes Unternehmen ist, oder? Habe ich jetzt gerade gemerkt. Also zuerst habe ich einen großen Unterschied gesehen. Ich glaube, der große Unterschied ist, in den Large Companies kannst du einfach, da kannst du den Karriereweg gehen. Ich sag mal, den physischen Weg, den kannst du anders gestalten als in einem kleinen Unternehmen. Irgendwann hast du dann so viel Verantwortung, dass eigentlich mehr nicht mehr sein, eigentlich fast nicht mehr sein kann. Ja. Genau. Aber umgekehrt kannst du wahrscheinlich inhaltlich wieder mehr bieten in einem kleinen Unternehmen als in einem großen Unternehmen, weil du da viel mehr interagierst mit der Führung und viel näher an dem Thema Vision und Umsetzung und Resultate bist.
Ja, wahrscheinlich. Wobei da vielleicht auch noch, finde ich auch spannend für die Leute, also wir haben dann manchmal bei euch einen Workshop gehabt und dann, also das Erlebnis hat einen Workshop, auf einmal sagen die, Moment, da sind die alle raus. Und dann ging es eine Minute und dann gab es ein Geschrei und Glockengeläut. Und dann kamen wir wieder zurück und haben gesagt, ja, da war einer, der hat einen Auftrag gemacht. Ja, wie Erfolg gefeiert wird, ne? Ja, finde ich. Auch, du hast gesagt, Talente möchten auch einen Beitrag leisten. Also auch da dann die Frage, gebe ich diesen Menschen auch die Möglichkeit, zu erkennen, welchen Beitrag sie leisten und wie wird das wertgeschätzt? Ja, Oder? genau. So Wertschätzung, Anerkennung, Ist wichtig. der Weg dahin. Es gibt viele Elemente, die dazu, und im Ursprung ist eigentlich für mich ganz klar diese Konnektivität zu etwas Größerem als nur meinem Tagesjob, sondern Ja. das, was ich heute mache, trägt zu etwas Größerem bei. Und wenn ich diese komplette Übersicht habe, dann ist das ein riesen Motivationsfaktor. Bedeutet aber auch, dass ich mich als Arbeitgeber entsprechend öffnen muss gegenüber Menschen, Ja. die mit mir zusammen arbeiten. Vision, Mission, Strategie, klar kommunizieren Was und nicht in oft allen kommunizieren. Kulturen gegeben Ja. ist. Also wir Schweizer sind da tendenziell eher ein bisschen zugeknöpfter als in anderen Kulturen. So das klassische Bild des Schweizer KMUs. Gut, spannend. Wir haben darüber gesprochen, wie wir Talente finden. Wir haben festgestellt, dieser Fit auf kultureller Ebene, Anforderungen, ist wichtig, aber eigentlich diese Komponente, wo kann der hin, wo wollen wir hin, wo wollen wir gemeinsam hin, was kann der Beitrag, ist viel wichtiger. Den wollen die ausfüllen. Und wir haben auch festgestellt, dass ich mich wirklich öffnen muss und denen Werte anbieten muss, die über die Früchte und die Fitnesscenter und die Fringe Benefits rausgehen. Reicht nicht mehr. Ganz banal. Genau. Gut. Danke vielmals, Ich Esther. danke dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß. Vielen Dank. Danke.